Willkommen zum zweiten Tag der Fachbesuchertage. Also ich hoffe, Sie haben gestern auch schon teilweise ein spannendes Programm miterleben können. Teilweise waren Sie noch nicht da. Mein Name ist Katrin Schwenocher. Ich bin für LFI Respect im Bereich nachhaltige Tourismusentwicklung, Bildungsarbeit und Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und ich darf Sie heute durch den Themenblock CSR in der touristischen Ausbildung führen. Zu Ihrer Information, es wird dieser Blog über den Webstream aufgenommen und dann auch nachher zur Verfügung gestellt werden und es werden auch Twitter-Aktivitäten gepostet zu diesem Thema. Ich möchte aber jetzt gleich mit unserer ersten Präsentatorin, mit der Bianca Anderhuber, anfangen. Sie wird als erstes einen Input über ihre Arbeit machen, mit der sie den Tourismuspreis 2014 gewonnen hat. Und danach werden wir uns dann über diverse Fragen im Bereich CSR in der touristischen Ausbildung in einem großen Podium unterhalten. Aber zuerst zu Bianca. Sie ist die Gewinnerin des Tourismuspreises 2014 und hat im Juli 2014 das Masterstudium Gesundheitsmanagement im Tourismus am der FH Joanneum Bad Gleichenberg abgeschlossen und davor das Bachelorstudium auch im Tourismus an der FH Joanneum. Ihre berufliche Laufbahn brachte sie von der Porsche Holding in Salzburg bis hin zur Praktikantin in der Personalentwicklung. Nun auch nach dem Studium in das Hotel Weizer, wo sie an der Rezeption arbeitet. Aber wir sind jetzt sehr gespannt. Ich helfe bereits nun kurz mit der Präsentation der Ergebnisse der Arbeit. Und dann überlasse ich dir das Podium, bitte schön. Vielen herzlichen Dank, schönen guten Abend. Ich starte kurz mit einem Überblick über meine Präsentation. Ich starte mit einer Einleitung, werde dann die Forschungsfrage präsentieren, dann meine Ergebnisse erläutern und mit einer kurzen Schlussfolgerung bzw. Zusammenfassung die Präsentation beenden. Ich habe mit meiner Masterarbeit begonnen mit dem Thema, warum eigentlich CSR immer schon oder schon so lange diskutiert wird und warum es auch immer wieder diskutiert wird. Und vor allem, warum es im Tourismus so präsent jetzt wird. Und es ist halt so, wie wir alle wissen, unsere Gesellschaft unterliegt immer größer werdenden, multioptionalen und extrem komplexen Entwicklungen in allen Lebenslagen und Lebensbereichen und so auch im Tourismus. Dynamisierung, Globalisierung, Mobilisierung stellen Touristikerinnen vor neue Herausforderungen im Hinblick auf die Mitarbeiter, auf die Kunden und auch auf sich selbst. Und diese Herausforderungen erfordern Kompetenzen, die vor allem im Hinblick auf Anpassung und Reflexion extrem wichtig sind. Und die Herausforderung der Tourismuswirtschaft stellt natürlich auch die Tourismusbildung unter einen enormen Druck, ihre Bildungsinhalte zu aktualisieren und auch hier die Anpassungsfähigkeit zu verbessern. Meine Arbeit hat sich beschäftigt mit den Herausforderungen im Tourismus, mit Corporate Social Responsibility als mögliches Instrument zur Verbesserung der Anschlussfähigkeit für diese Herausforderungen und mit der Bildung im Tourismus als wichtige Rolle für das CSR-Management. Im Zuge der Präsentation werde ich natürlich auf die Bildung näher eingehen. Die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage war, wie können Lehrinhalte zum Thema CSR in der derzeitigen Landschaft touristischer Ausbildungen für zukünftige Tourismusmanagerinnen effektiver und effizienter verankert werden. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, habe ich dann neben theoretischen Hintergrundwissen auch praktisches Wissen erfragt und habe Experten aus der Tourismuswirtschaft und der Tourismusbildung in Bezug auf die Herausforderungen im Tourismus, in Bezug auf bisherige Strategien, auf diese Herausforderungen befragt und auch nach Verbesserungsvorschlägen, wie die Expertinnen sich eine quasi neue Bildung im Hinblick auf eine CSR-Verankerung vorstellen. Jetzt gehe ich gleich weiter mit den Ergebnissen und möchte mit den Herausforderungen beginnen. Der Großteil der Expertinnen sieht neben einer fundierten Ausbildung im Tourismus vor allem die Hinwendung zum Mensch als sehr, sehr wichtig an.
Und hierbei sei vor allem die Förderung von Achtsamkeit unter den Schülerinnen sowie ein wertschätzendes Miteinander zur zentralen Bewegungsstrategie dieser Herausforderung. Und in Schulen müsste dafür auch ein Bewusstsein geschaffen werden. Kernfächer wie Serviceorganisation, Küchenorganisation, Geografie, Marketing, Rechnungswesen etc. sind enorm wichtig für die touristische Ausbildung. Laut den Expertinnen reicht es aber nicht mehr, um Unternehmen erfolgreich führen zu können. Und vor allem auch, um Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig binden zu können. Man müsste vor allem, das haben auch viele Expertinnen genannt, eine neue Werteorientierung stattfinden. Als nächste Herausforderungen haben viele der Expertinnen genannt die Identitätsbildung. Es fehlt nämlich die Sensibilisierung der Schülerinnen für das Besondere. Dies ist unter anderem auch ein Grund, warum sich vieles im Tourismus über den Preis entscheidet und so auch Homogenität entsteht. Vor allem die schärfende Wahrnehmung für Besonderheiten im eigenen Unternehmen, also später, für das eigene Produkt und auch für das Umfeld sind enorm wichtig. Laut den Expertinnen gäbe es ohne diese Identität keine authentischen Mitarbeiterinnen und so auch kein authentisches touristisches Angebot. Jetzt gehe ich weiter mit den bisherigen Strategien zu diesen Herausforderungen. Als problematisch sahen viele Expertinnen die klassische Wissensvermittlung an, die vor allem die Schüler wenig zum eigenen Denken und zum Hinterfragen anregt. Dabei geht es darum, dass der Lehrkörper versucht, den Schülern so viele Informationen wie möglich zu vermitteln. Und das Problem ist aber einfach, aufgrund der heutigen Zeit, die ganze Dynamik, dass Wissen und Informationen von Tag zu Tag so immens ansteigt, dass so immer nur ein Teil des Wissens vermittelt werden kann. Und so müssten eigentlich die Schülerinnen zu Kompetenzen angeleitet werden, dass sie sich selbst Wissen aneignen können, dass sie selbstständig, eigenständig Entwicklungen erkennen können und auf diese eigenständig Lösungen finden können. Da wäre es vor allem wichtig, dass sie Ideen selbst formulieren können, selbst kommunizieren können, selbst auch einbringen können und diese auch mit einbezogen werden. So wird ihre Eigenverantwortung gestärkt und sie können später mit sich rasch verändernden Umweltbedingungen leichter umgehen. Dann eine zweite bisherige Strategie war CSR als Nischenkompetenz. Die Schulen, die ich mir angeschaut habe, beziehungsweise auch teilweise in den Lehrplänen, die schon CSR-Aspekte drinnen haben oder bezüglich Nachhaltigkeit, haben das meistens so als Zusatzqualifikation drinnen, in Form von Projekten, Wahlfächern oder Klassenschwerpunkten. Laut den Expertinnen war es dann so, dass wenn die Schüler schon ganzheitlich dafür sensibilisiert werden sollen, dass es in allen Kernfächern integriert werden muss. Und am besten wäre noch im ganzen System Schule, weil CSR soll nicht nur als Zusatz sein oder es als Zusatz geben, sondern es ist ein Haltung. Aus diesen Ergebnissen sowie aus den theoretischen Erkenntnissen zu CSR können folgende Kompetenzen herausgebildet werden, die wichtig sind für eine erfolgreiche CSR-Umsetzung. Das ist Achtsamkeit, Empathie, Reflexionsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten und Selbstmanagement. Und alle Kompetenzen zusammen ermöglichen, das Individuen ganzheitlich zu einem ganzheitlichen, reflexiven und kritischen Handeln befähigt werden. Aufgrund dieser Ergebnisse ist dann auch ein Weg gesucht worden, wie kann man jetzt CSR in den Lehrplan integrieren? Und wie können diese Kompetenzen entwickelt werden? Und die Antwort war Bildung für nachhaltige Entwicklung. Laut der Definition von Rauch und Steiner ist nachhaltige Entwicklung Bestandteil einer allgemeinen Bildungsaufgabe mit der Absicht, die jeweils heranwachsende Generation zur Humanisierung der Lebensverhältnisse zu befähigen. Dabei wird von einem Bildungsbegriff ausgegangen, der die Selbstentwicklung und Selbstbestimmung des Menschen in Auseinandersetzung mit der Welt, mit anderen Menschen und mit sich selbst bedeutet. Bildung bezieht sich dabei auf die Fähigkeit zur reflexiven, verantwortungsbewussten Mitgestaltung der Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen Zukunftsentwicklung. BNE richtet sich wie CSR auf nachhaltige Komponenten und somit auch auf die Entwicklung der Wirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft. BNE soll dadurch Schülerinnen zu Kompetenzen befähigen, die vor allem für die Umsetzung von CSR in späteren Unternehmen notwendig sind.
CSR, könnte man sagen, ist für ein Unternehmen, BNE ist für die Schulen sehr, sehr wichtig. Demnach fördert BNE ein selbstständiges Erkennen von Veränderungen, Ansprüchen und Anforderungen sowie das eigenständige Finden von Bewältigungsstrategien. Genau das, was man dann eigentlich braucht. Es geht dabei weniger darum, dass man den Schülerinnen sagt, was sie tun müssen, sondern dass die Lehrerinnen ihnen die Möglichkeiten vermitteln, wie sie selbst zu Lösungen kommen. Hierbei bildet BNE Kompetenzen aus, wie Informationsanalyse und Bearbeitung, offene Perspektivenübernahme, Kooperations- und Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, kritisches Denken und Reflektieren, Kommunikationsfähigkeit und Empathie. Und genau das sind die Kompetenzen, die für eine erfolgreiche CSR-Umsetzung benötigt werden. So, jetzt zur Zusammenfassung. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Expertinnen aus der Praxis die zentrale Herausforderung für Tourismus schon darin sehen, den Schwerpunkt von den klassischen Kernfächern wie im Service, Kochen, BWL etc. vermehrt auf den Menschen bzw. den Lernenden mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Kompetenzen, mit seinen Werten zu legen und ihnen zur Eigenständigkeit anzuleiten. Dadurch könnte auch eine stärkere Sensibilisierung für die Umwelt sowie eine Herausbildung einer Identität ermöglicht werden. Und hier bedarf es eben dem Bildungskonzept, wie zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Schülerinnen, aber auch Lehrende dazu anleitet, Entwicklungen eigenständig zu erkennen und Lösungen eigenständig zu finden. Abschließend muss halt auch noch gesagt werden, dass Konzepte zu CSR und BNE keine Patentlösungen sind, sondern also auch meine Arbeit eigentlich nur einen Rahmen dafür bildet, welcher abhängig vom System ist, von seinen Strukturen und vor allem von den Menschen im System. Vielen herzlichen Dank. Gibt es gleich zu der Arbeit hier noch Fragen? Sonst würde ich jetzt das Podium zu mir einladen, bitte. Die Podiumsteilnehmerin, die Podiumsteilnehmerin, dass Sie zu mir nach vorne kommen. Ich brauche das Gesicht. Gut, dann möchte ich Ihnen jetzt unser Podium vorstellen. Wir haben hier direkt neben mir den Herrn Jürgen Kühne, er ist der Direktor von den Tourismusschulen Semmering und der Sprecher des Direktorenverbands der österreichischen Tourismusschulen. Jürgen Kerner ist seit 2001 Direktor der Tourismusschulen Semmering, wo er auch als Lehrer seit 1993 tätig war. Zudem ist der zweifache Vater Vorsitzender des Verbandes der Direktorinnen und Direktoren der österreichischen Schule für Tourismus. Frau Anderhuber haben wir schon vorgestellt. Petra Thomas ist vom Forum Andersreisen. Schön, dass du auch wieder da bist, Petra. Petra Thomas hat im Mai 2014 die Geschäftsführung des Dachverbandes für nachhaltigen Tourismus übernommen. Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin vertritt bereits seit 2010 als Vorstandsvorsitzende die Interessen des Forum Andersreisen. Zuvor zeichnete die Hamburgerin für Produktleitung und Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements sowie die Öffentlichkeitsarbeit beim Reiseveranstalter A und B Erlebnisreisen verantwortlich. Danach darf ich den Erich Czerny bei mir begrüßen. Sie sind der Direktor der Tourismusschulen Bramberg und Salzburg. Erich Czerny ist seit 2013 Schulleiter der Tourismusschulen Salzburg und Bramberg und ehrenamtlicher Geschäftsführer der touristischen Gesundheitsinitiative Hohe Tauern Health. Zudem ist er der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Krimmel. Das heißt, sie bringen da Theorie und Praxis gleich zusammen. Der gebürtige Mittersiedler und Betriebswirt mit Spezialisierung auf Tourismus und Personal sowie Organisationsanalyse und Entwicklung ist Vorstandsmitglied des Vereins Alpine Peace Crossing Lions Club Mittersiel und Vorstandsmitglied der Gemeindevertretung Krimmel und viele weitere Gremien. Danach darf ich den Günther Moser bei uns begrüßen. Er ist der Leiter der Berufsschule für Handel und Reisen hier in Wien. Er ist seit dem Jahr 2000 an der Berufsschule für Handel und Reisen tätig. Seit 3 Jahren arbeitet er in der Direktion im Bereich Reisebüro und Mobilitätsservice und ist seit Beginn des Schuljahres der Gesamtleiter der Berufsschule für Handel und Reisen und damit für 8 Branchen, 1300 Schülerinnen und 60 Lehrerinnen verantwortlich.
Neben der pädagogischen und touristischen Fort- und Weiterbildung ist der gelernte Reisebüroangestellte unter anderem auch Eckpart-Trainer und Schulbuchautor. Also ganz herzlichen Dank, dass auch viele sehr weit hergereist sind. Es ist schön, Sie alle hier zu haben und ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Diskussion. Erstmal die Frage auch hier ans Podium. Wie kann Ihrer Meinung nach CSR und die Lehrinhalte zu CSR am besten in die Ausbildung zukünftiger Touristikerinnen und Touristiker verankert werden? Vom Status quo aus gesehen, so wie es jetzt läuft und wie man die Themen auch am besten in die Praxis übernehmen kann. Darf ich gleich bei Ihnen anfangen? Selbstverständlich gerne, auch von meiner Seite. Guten Morgen. Frau Anderhuber, man könnte glauben, wir haben den neuen Lehrplan aus Ihrer Masterarbeit abgeschrieben. Die Kompetenzen, die Sie auflisten, die erforderlich wären, um CSR zu verankern, finden sich im neuen Lehrplan 2015 in den Tourismusschulen allesamt wieder. Das heißt, wir haben wohl erkannt, auch in Gesprächen mit Experten, wir machen ja nicht Lehrpläne am grünen Tisch, sondern reden ja mit den Leuten, was braucht die Branche, wie schaut die Welt der Zukunft aus, wie entwickelt sich die Jugend. Dass CSR ein ganz wichtiges Element in der Ausbildung, gerade im Tourismus ist. Das heißt, wir haben diese Kompetenzen und kompetenzorientierter Unterricht ist seit fast 10 Jahren mittlerweile ein Schlagwort in der österreichischen Landschaft, in den neuen Lehrplänen verankert, da waren wir also recht eifrig. Es geht um den Menschen, der es umsetzt, haben Sie am Schluss gesagt. Das sind also unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Kolleginnen und Kollegen. Da wird es in den Köpfen noch manches Umdenken brauchen, um vom reinen Fakten und Fachwissen zu einer ganzheitlicheren Sicht zu kommen. Da sind wir allerdings schon auf dem Weg und wir sind Gott sei Dank in der Tourismusschule mit Kolleginnen und Kollegen gesegnet, denen sehr stark immer um den Menschen und den Schüler als Gesamtheit geht. Das eine möchte ich ein bisschen hinterfragen. Wir werden so schnell von einem Fachgruppensystem, von einem einzelnen Gegenstandssystem nicht wegkommen. Das heißt, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Koch und Servieren wird es in der nächsten Zeit noch geben. Das heißt, es geht für mich ganz wesentlich darum, nicht das eine zu lernen und dann irgendwann das andere draufzusetzen, sondern in allen diesen Bereichen, und das haben wir auch gemacht, die passenden Ansätze des einzelnen Bereichs, ohne den Blick fürs Gesamte zu verlieren, auch unterzubringen. Ja? Das heißt nicht, dass Sie da eine herausnehmen kann und sagen, wie betrifft das sowieso nicht, das wollen die sich im anderen, sondern dass jeder in seinem Bereich einen, zwei, drei Aspekte, die Sie angesprochen haben, drin haben und gemeinsam mit dem Blick aufs Ganze in den didaktischen Grundsätzen allgemeinen Bildungsziel darauf hinarbeiten kann. Das heißt, wir waren schon gelehrig, jetzt müssen wir es noch untersetzen. Ganz herzlichen Dank. Nur ganz kurz noch eine Nachfrage. Wird es dann auch vermehrt Schulungen jetzt im neuen Lehrplan geben, um eben auch das Lehrpersonal in dieses neue, also in dieses neue System einzuführen? Ganz sicher wird es die geben müssen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum einen auf einer allgemeinen didaktischen Ebene, den Schüler ganzheitlich wahrzunehmen und ihn zu eigenständigen und selbstverantworteten Lernen zu führen. Das ist ganz allgemein einmal. Und das zweite sicherlich jetzt auch ganz speziell im Bereich Nachhaltigkeit, CSR, hier verschiedene Aspekte umzusetzen. Aber da wird mir der E-Recht dann sicher unterstützen, das in der nächsten Zeit in unseren Schulen aktiv auch mit eurer Hilfe, was wir vorher schon gehört haben, ja, anzugehen und umzusetzen. Mhm, wunderbar, sehr fein. Frau Anderhuber, wollen Sie gleich da auf die Kommentare antworten? Bezüglich den, das mit den Kernfächern und Sachschulen, das habe ich nicht gemeint, also das kann man nicht abschaffen, das gehört dazu. Und aber wirklich, dass man das dann in den Kernfächern, wie Sie dann gesagt haben, einfach mit einspielt. Dass dann das Ganze wie BWL oder so dann halt dann ausgerichtet wird. Und weil er gesagt hat, dass das CSR dann im System eigentlich integriert werden soll. Wenn die Lehrer nicht machen, geht es ja sowieso nicht. Also eigentlich müsste man bei den Lehrern ansetzen. Gut, ganz herzlichen Dank. Jetzt auch die Frage an die Petra Thomas von Seiten der Praxis. Was sagst du zu den Kompetenzen, die wir jetzt erst genannt haben? Was sind so die Anforderungen eigentlich auch aus der Praxis an die zukünftigen Touristikerinnen und Touristiker?
Statistiker jetzt, sei es jetzt die Reisebüroangestellte wie beim Günther in der Schule oder dann die fertig ausgebildeten Touristikerinnen und Touristiker aus den höheren bildenden Schulen. Ist ein bisschen ein anderes System als in Österreich, aber ich nehme an, auch Lehrlinge sind auch im Reisebüro in Deutschland tätig. Was sind so die Kernkompetenzen, die ausgebildeten Touristikerinnen mitbringen müssen? Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, deswegen bin ich ganz dankbar für den Vortrag und für den Einstieg, sind die sogenannten Soft Skills, das heißt wirklich Persönlichkeitsfaktoren. Das ist im Tourismus enorm wichtig, das ist den wenigsten so bewusst, die denken, sie müssen immer alles lernen, Geografie und alle Dinge drumherum, das kann man sich auch noch später ein Stück weit aneignen, aber die Kernkompetenz, zum Beispiel ein Verkaufsgespräch zu führen, das wird an den wenigsten Universitäten einfach mal durchgespielt, das ist das, was man aber hat, man hat die ganze Zeit Kontakt zum Endkunden. Man muss aber auch eine Teamfähigkeit haben, weil man macht nichts alleine innerhalb eines Veranstalters oder auch eines Reisebüros, sondern muss sich da immer austauschen, weil also Kommunikation steht wirklich an erster Stelle, aber auch ein persönliches Auftreten, was eine Mischung aus schon Selbstbewusstsein und selbstständigem Arbeiten ist, aber natürlich auch nicht eine Selbstüberschätzung, das muss man eben auch sehr stark schauen. In Deutschland ist die Ausbildung für den Tourismus sehr, sehr in den Universitätsbereich inzwischen hineingerutscht, das hast du eben auch schon gesagt, Katrin, da kommen ganz oft ganz hohe Ansprüche von den Hochschulen, weil sie eine wissenschaftliche Ausbildung gemacht haben und werden dann in die Betriebe, kommen sie rein und stellen fest, das ist aber hartes Handwerk, was man da macht. Also da braucht man wirklich auch Fähigkeiten. Das wäre der zweite Bereich neben den sogenannten Soft Skills, den Persönlichkeitsfaktoren, dass wir ganz oft das Gefühl haben, dass die Grundkenntnisse von einem, also vor allem von Computertechnologie, ein CMS, das bedient werden muss, um Content Management System, um die Internetseiten zu finden, ein Reservierungssystem, was man natürlich nicht kennt, Flugreservierung, also diese ganzen praktischen Fähigkeiten werden an den Schulen eigentlich nicht ausgebildet. Die kommen mit ganz viel Wissen, was aber nicht direkt auf die spätere berufliche Tätigkeit bezogen werden kann, in die Veranstalter rein. Also da würden wir uns sehr viel stärker wünschen, so eine Mischung aus natürlich inhaltlichen Studien, das braucht es, aber eben auch vor allen Dingen auch technische Vorbereitung. Und für den Bereich CSR, bei uns im Verband wird ja nicht bei jedem Mitglied gibt es einen CSR-Berater, weil wir eine Zertifizierung als verpflichtendes Instrument haben. Es muss aber auch jedem neuen Mitarbeiter klar sein, dass man das nicht alleine als alleinige Tätigkeit macht. Die Unternehmen sind in der Regel gar nicht so groß, dass das die Hauptbeschäftigung ist, sondern er ist Teil dieser der Mitarbeitende ist Teil des Teams und muss eben auch alle anderen Tätigkeiten und sonst auch gar nicht genug Einblick in die Arbeit des Veranstalters hat, um überhaupt das CSR-Management umzusetzen. Also man muss in jede Abteilung quasi mit reinschnuppern und da auch mitarbeiten können. Und da ist es ganz wichtig, einfach zu sagen, der CSR-Manager muss jemand sein, der wirklich zahlenaffin ist. Das ist dem wenigsten so klar. Nachhaltige Entwicklung im Tourismus klingt immer nach der großen ideellen Aufgabe. Das ist auch wirklich Datenerfassung, das ist wirklich Kernarbeit, sozusagen alles zusammenzutragen. Das ist eine hohe Anforderung an systematisches Denken und Zusammenstellen von Daten und dann natürlich auch die Auswertung und dann die Umsetzung mit dem Team, dass man eben eine Analyse auch hinbekommt und sagen, hier sind wir besonders gut, hier müssen wir uns weiterentwickeln. Also das muss alles ein CSR-Manager eben auch mitbringen, neben all den inhaltlichen Dingen, dass er sich natürlich mit Klimaschutz auseinandersetzen muss, mit der Biodiversität, dass er auch Teil des Qualitätsmanagements eines Unternehmens wird. Also es gibt die inhaltliche Komponente ebenso wie eben die strategische Komponente. Weil jetzt eben auch die Ausbildungssysteme etwas unterschiedlich sind, würdest du dir so gesehen für die deutschen Schulen wünschen, dass es so etwas gibt wie hier die höherbildenden Schulen, wo ja unter anderem solche Unterrichtsfächer unterrichtet werden wie Verkehr und Reisebüro, Tourismus, Geografie, wo eben auch die Reservierungssysteme kennengelernt werden, wo eben auch sehr viel von dieser handwerklichen Seite mitgebracht wird? Ich würde mir das tatsächlich für die Ausbildung in Deutschland wünschen. Mhm. Wir haben inzwischen so eine Schere im deutschen Bildungssystem, das heißt die Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann oder zwar Reiseverkehrskauffrau. Das ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf, der in den Reisebüros zum einen auf der praktischen Seite verankert ist und dann eben mit einer berufsbegleitenden Schule. Diejenigen, die dort ausgebildet werden, können auch hinterher ausschließlich in den Reisebüros arbeiten, werden also nicht für Veranstaltertätigkeit ausgebildet in der Regel. Und es gibt eben den großen Bereich der touristischen Fachbereiche, die alle sehr, sehr unterschiedliche und sehr hochtrabende Titel zum Teil führen, die aber eigentlich keinen richtigen Praxisbezug haben. Ich würde mir tatsächlich eine Mischung wünschen. Also ich denke auch, dass ein berufsbegleitendes Studium eine Möglichkeit wäre, auch schon während der Ausbildungszeit einfach Einblick in Betriebe zu nehmen.
die Praktika, die gefordert werden, sind sehr gut. Jetzt haben wir gerade seit neuestem, seit 1. Januar ja das Problem, dass das, es gibt ja mal ein Pflichtpraktikum, das innerhalb eines Studiums in Deutschland gemacht werden muss, von den meisten Hochschulen so vorgesehen für ein halbes Jahr. Die meisten Studenten haben bislang immer versucht, noch nebenbei was zu schnuppern, also ein zweites Praktikum zu machen, indem man einfach so sagt, probiere ich mal beim Veranstalter, probiere mich aber vielleicht auch mal im Verkehrsamt, um einfach mal zu schauen, wo will ich denn hinterher eigentlich hin, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsplatz aus. Das ist jetzt seit 1. Januar eigentlich nicht mehr finanzierbar, weil für alle Praktika, die nicht Pflichtpraktika sind, muss jetzt der Mindestlohn bezahlt werden in Deutschland. Das ist eine neue Entwicklung, die wahrscheinlich für die touristische Ausbildung nochmal eine Einschränkung bedeutet. Okay, gut. Ganz herzlichen Dank auch hier für die Einschätzung der deutschen Bildungslandschaft. Herr Czerny, wie sieht es bei Ihnen an der Tourismusschule Bramberg aus? Also Sie haben ja schon seit einigen Jahren auch das Thema Nachhaltigkeit im Lehrplan ganz groß geschrieben und versucht, das auch ganzheitlich im Lehrplan umzusetzen. Wie sind da so die ersten Erfahrungen, wie sind die letzten Jahre mit diesem System verlaufen und wie denken Sie, dass am besten CSR auch wirklich in der Schulpraxis umgesetzt werden kann? Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Unsere Schule befindet sich im Herzen des Nationalparks Rhön-Tauern, Bramberg, Pitzgau, Salzburg. Bei uns steht auch nachhaltiger Tourismus drauf. Alles, was Lehrpläne und deren Ausgestaltung betrifft, ist der Jürgen Kröner, der kompetente Mann und mein Chef. Ich bin ja noch nicht so lange an unserer Schule, aber ich bin Einsteiger und schaue unheimlich optimistisch und positiv in die Zukunft. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird ja jetzt sehr strapaziert und vielleicht auch schon inflationär behandelt. Wir sind der Meinung, er ist wichtiger denn je, was CSR betrifft. Man doch nicht so ein bisschen weniger mit den Zahlen und mit einer Sache, weil ich denke, es ist nicht alles mess- und bewertbar und in Zahlen ausdrückbar. Für mich ist ganz wichtig, was kommt denn bei diesen jungen Menschen an? Es ist ein interdisziplinärer Ansatz, der geht durch alle Fächer durch. Zum Schluss geht es darum, dass wir Lehrerinnen und Lehrer Gott sei Dank an unserer Schule haben, die du zum Teil auch kennst, die sehr affin für dieses Thema sind, die dieses Thema leben. Und es ist schon schön zu sehen, wie das konkret dann auch angewandt wird von jungen Menschen. Ich möchte auch leider ein bisschen mit Beispielen arbeiten. Wenn wir uns touristische Prospekte anschauen, vielleicht hier auf der Messe, dann drucken wir da seit 40 Jahren die Verkehrsspiele drauf. Da wissen wir, wie kommen wir mit dem Auto zum Hotel, keine Ahnung, X. Dass wir den öffentlichen Verkehr in solche Angebote integrieren, ist schon anscheinend schon ein Quantensprung und passiert ganz wenig. Letztes Jahr hatten wir ein Matura-Projekt, wo die Gruppen haben gesagt, im Sommer ist bei uns in der Region für junge Menschen sehr viel los, im Winter leider nicht. Sie haben ein Winterfest veranstaltet in Mittersee, das ist also ein Zentrum im Oberpinsgau, eine kleine Stadt. Es war eben ein Teich, da haben sie Bühnen gehabt mit DJs und so weiß nicht, was da alles gewesen ist. Egal, das war auch nicht kostenlos, da war Eintritt zu bezahlen. Wir haben mit der Gruppe unterhalten, okay, wie viele Besucher erwartet ihr euch da? 1000, ich sage, bitte wisst ihr schon, wie das 1000 ist. 1000 werden es nicht gewesen sein, so die 400 Worte, das hat gut funktioniert. Und das Eintrittsticket, das hat 2 Euro gekostet, war gleichzeitig das Ticket auch für die Münzdauer Lokalbahn. Also das machen die ganz automatisch und da denke ich, die sind einfach im Denken schon viel weiter als wir, die vielleicht auch in diesem Fach ansonsten tätig sind. Sie integrieren das in ihr Produkt und so, glaube ich, kann das überall quer durchgehen. Und unsere Schüler sind, was das betrifft, auch schon sehr kritisch, wenn sie in andere Schulen kommen. Es geht natürlich auch in den Bereich Ressourcen, Energie, Müll, wie gehe ich damit um hinein. Wenn unsere Schüler an eine andere Schule kommen, dann schauen sie ganz genau, wie das mit dem Müll herhielt, da werden die trennt. Also er fällt das ganz stark auf. Ein anderes Beispiel ist diese Flasche hier. Auch im letzten Jahr hat sich eine Gruppe sehr stark mit Plastik und was Plastik denn alles anstellt in unserer Welt beschäftigt. Und dann sind sie einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir wollen eigentlich keine Plastikflaschen mehr bei uns an der Schule. Okay, Aussage ist gut, aber wir brauchen eine Lösung dazu. Und dann haben sie diese Flasche gefunden, das ist eine Emil Glasflasche, wir haben da auch Sponsoren gefunden, die gibt es, keine Ahnung, in 50 verschiedenen Ausprägungen, sind unheimlich hip bei den jungen Leuten, also das holen wir auch gerne mit und sorgen wir gerne her. Für 5 Euro, dank einem guten Sponsoring, haben jetzt alle unsere Schüler solche Glasflaschen und wir keine Plastikflaschen mehr bei uns an der Schule. Und so glaube ich, müssen junge Menschen uns erziehen, viel sensibler mit unserer Umwelt umzugehen, weil wir auf sehr großem Fuß leben und unsere Ressourcen bereits am 20. August dieses abgelaufenen Jahres verbraucht waren. Und in der Schule lebt es ganz stark und macht es viel Freude, mit jungen Menschen hier zu arbeiten. Mhm. Gut, ganz herzlichen Dank. Kommen wir weiter zu Günter Moser. Wie schaut es in der Berufsschule für Handel und Reisen aus? CSR spielt auch da schon seit längerer Zeit ein Thema. Wie wird genau CSR
hier direkt in der Berufsschule umgesetzt und was kommt, also wie kann man auch den Lehrlingen dann auch ein Werkzeug mitgeben, dass sie das so ein bisschen auch in der Praxis dann. Guten Morgen zuerst einmal auf meiner Seite. Ja, es ist schon angesprochen worden, dass wir uns auch schon länger natürlich mit dem Thema CSR beschäftigen. Und auch bei uns werden die Lehrpläne umgestellt, weil wir eine Sonderform darstellen, weil wir sowohl als Schulform auch als hinsichtlich der Zielgruppe ein bisschen abweichen von den anderen Tourismusschulen. Das heißt, wir erstellen uns den Lehrplan sozusagen selber, weil wir ja die einzige Berufsschule sind in Österreich, die Lehrlinge im Bereich Tourismus ausbildet. Im Bereich Reisebüro, speziell im Bereich Mobilitätsservice, da haben wir einerseits ein bisschen einen Vorteil, auf der anderen Seite natürlich sind wir sehr stark in den Blick genommen, dass wir da sehr vieles selber arbeiten. Da möchte ich auch gleich anschließen, weil der Kollege Köhner gesagt hat, beim Zusammensetzen mit der Branche, mit der Wirtschaft wurde das sozusagen auch eingefordert. Das schaut bei uns leider ein bisschen anders aus. Also haben wir die Erfahrung gemacht, dass das jetzt nicht von allen Unternehmen so großartig gefordert wird. Und der Schwerpunkt bei den Diskussionen und Diskussionsrunden zur Lehrplanerstellung war eindeutig ganz woanders. Also da ist da von keinem einzigen Teilnehmer jetzt der Wunsch gekommen, dass wir verstärkt CSR unterrichten sollten. Das habe ich sehr, sehr schade gefunden. Wir haben uns auch darüber hinweggesetzt. Okay, wir gehen gerne auf eure anderen Wünsche und Bedürfnisse ein, aber den CSR-Schwerpunkt den reklamieren wir hinein. Und wir haben festgestellt, dass das bei den Schülern sehr wohl ein großes Thema ist und bei den Schülerinnen. Von denen wird das auch gefordert. Und da habe ich jetzt persönlich eine große Hoffnung, dass es da mit dem Generationenwechsel in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch zum großen Umdenken kommen wird. Bis jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht da mit bösen Worten auf die österreichische Reiselandschaft hinhauen, aber da kommt mir halt schon oft vor, und ich bin ja auch, komme ja auch aus der Branche, habe das selber auch gelernt und immer wieder bemerkt, dass das gerade vielleicht bei den größeren Ketten ein Thema ist, aus Wettbewerbsgründen, sich da nicht mehr ausschließen können. Bei kleineren und mittleren Unternehmen ist das leider Gottes oft nur ein Randthema. Da, glaube ich, sollten wir ansetzen. Und da sehen wir auch eine Aufgabe als Berufsschule, dass wir da etwas machen. Wie setzen wir konkret CSR um? Einerseits wird es natürlich noch stärker in den neuen kompetenzorientierten Lehrplänen direkt verankert. Andererseits gibt es ja auch schon das Unterrichtsprinzip Bildung für nachhaltige Entwicklung, das uns eben gestartet oder auch in der Vergangenheit schon immer gestartet hat, dass man in jedem Gegenstand Bildung für nachhaltige Entwicklung CSR zum Thema macht und immer wieder einfließen lässt. Also unabhängig davon, ob es jetzt kaufmännische Gegenstände sind bei uns, Rechnungswesen, BWL, wo das in den Bereichen immer wieder einfließt oder auch in den Fachgegenständen, die bei uns ein bisschen anders heißen, Verkaufspraktikum, Verkehrsdiplomatie und so weiter. Wir haben natürlich auch die Ausbildung auf dem Reservierungssystem. Da haben wir in der Vergangenheit schon immer Wert drauf gelegt, dass unsere Lehrerinnen auch die Nachhaltigkeit thematisieren. Das heißt, wenn Destinationskunde gemacht wird, ist natürlich die klassische Destinationskunde mit Sehenswürdigkeiten und so weiter. Und parallel dazu haben wir immer wieder schon darauf hingewiesen, was könnte man jetzt machen, um dieses spezielle Reiseangebot nachhaltiger zu gestalten. Da gibt es natürlich Unmengen von Möglichkeiten. Flaschenprojekt zum Beispiel oder generell Projekte, wir sagen, ich persönlich bin ein großer Fan von Projekten und wir führen auch sehr viele durch, weil wir einfach der Meinung sind, dass Theorie zwar extrem wichtig ist, um Sachen zu verstehen, aber gerade wenn wir Richtung Kompetenzen gehen, dann kann man das nur ausprobieren und kennenlernen und erfahren. Und das sind solche Sachen einfach auf vielen Ebenen wesentlich eindringlicher und wesentlich zielführender als, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwelche Leitfäden durchlese. Das machen wir natürlich auch, es gibt da auch schon sehr, sehr gute Geschichten. Leitfäden vom Ministerium, die Plattform, die wir natürlich auch schon nutzen, von den Naturfreunden zum Beispiel. Es gibt wirklich extrem viele gute Angebote, aber ich denke mal, wichtig wäre auch, dass Jugendliche das Ganze wirklich am eigenen Level spüren können und erfahren können, um die Zusammenhänge zu verstehen, was Sie auch angesprochen haben.
Kommen wir noch einmal zu den Lehrern und Lehrerinnen zurück. Wir haben jetzt auch schon sehr viel vorgenommen. Also wir haben schon über die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gesprochen. Aber welche Kompetenzen erfordert es jetzt gerade eben auch mit einem neuen Lehrplan? Welche Ansprüche werden jetzt an die Lehrpersonen gestellt? Welche Kompetenzen müssen die Lehrerinnen und Lehrer mitbringen, um hier jetzt diese Umstellung in Richtung CSR flexibel mitgestalten zu können? Sie müssen generell weg von einem input-orientierten Lernen zum output-orientierten Lernen. Das heißt, Sie müssen sich anschauen, wie muss am Ende dort stehen der Schüler, die Schülerin, damit er sein Leben, seinen Beruf meistern kann und auf das hinarbeiten. Und da wird es sehr stark darum gehen, dass Lehrer nicht nur Teamfähigkeit zu unterrichten haben, sondern selber teamfähig werden, mit anderen sich zusammenreden, lernen und lernen müssen. Ja. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und das ist mit immer ein bisschen zu kurz, wenn man so an CSR denkt, denkt man an sehr plakative Dinge, also Energie und Müll, und bei Ihnen sind das schon andere Aspekte sehr gut durchgekommen. Ich denke bei Sozialem ja ganz andere Dinge auch. Ja. Wenn Lehrer mal Schüler ernst nehmen und Schüler sich gegenseitig ernst nehmen und wertschätzen, dann hätte man schon einen großen Schritt gemacht. Dieses Gefühl zu entwickeln, dass wir füreinander und für den Bereich, in dem wir leben, verantwortlich sind. Das ist für mich ganz, ganz ein wichtiges Anliegen, dass Lehrer genauso wie Schüler lernen, an einem Miteinander zu arbeiten. Dann geht es auch mit Projekten natürlich viel, viel besser. Lehrer werden lernen, dass die 50-Minuten-Stunde der Vergangenheit angehört, wurscht, ob es leid oder nicht. Ja, also das ist. Da gibt es so viele Veränderungen, die aber nicht nur äußerlich passieren, in Organisationsform und Struktur passieren, sondern beim Lehrer greifen müssen, und den nimmt uns jetzt da gar nicht aus. Das muss dann selber auch einmal anfangen. Wenn wir Schüler und Eltern und Lehrer ernst nehmen, dann können wir auch von Lehrern erwarten, dass sie es auch tun. Und dann hätten wir diesen Schritt gewagt, ganz gleich in welchen Einzelbereich wir dann gehen, ob das jetzt in den Themenbereich Müll oder Energie geht oder im Bereich von Minderheiten, ganz gleich. Also wenn ich diese Grundhaltung beim Menschen im Mittelpunkt erzeugen kann, wecken kann, sie soll ich da erzeugen, weil ich es nicht wecken kann, dann hätten wir diesen Schritt gemacht. Da muss ich beim Lehrer auch wecken. Dankeschön. Bianca, von deiner Seite, was denkst du, sind so die wichtigsten Eigenschaften von Lehrern und Lehrerinnen, wenn jetzt dieser neue Lehrplan greift, wenn da jetzt eine Veränderung stattfinden soll, damit auch CSR erfolgreich umgesetzt werden kann und bei den Schülern möglichst viel hängen bleibt, dass sie dann mit in die Praxis nehmen? Also Herr Köhner, stimme ich da eigentlich voll und ganz zu. Die Kompetenzen, die Schüler brauchen klarerweise die Lehrer auch, sonst funktioniert es nicht. Und also vor allem die Achtsamkeit ist da extrem wichtig, dass die Lehrer auch sehen, okay, wie können wir die Schüler dazu bringen, dass sie auf Entwicklungen, die sie einfach ständig ändern, wir kennen die Entwicklungen immer voraus, reagieren können, ohne dass jetzt dastehen und wissen, was tun sollen. Also es geht nicht darum, dass man ihnen jetzt sagt, das habe ich in der Präsentation gesagt, dass man ihnen jetzt ein Werkzeug in die Hand gibt für ein maßgeschneidertes, für die Entwicklung, weil es kann anders kommen, sondern dass man wirklich sie dahin leitet, dass man jetzt sagt, dass sie da die Lehrerplage Feingefühl dafür haben, okay, ich sage den Schülern jetzt genauso, wie sie auf Entwicklungen, wie sie sich dann das Werkzeug quasi selber bauen können. Und das mit Output und Input, durch output-orientierte Unterricht ist da halt schon enorm wichtig auch, weil, so ich kenne es von mir, da steht draußen ein Lehrer, der versucht uns halt sein Wissen zu vermitteln, seinen Infos weiterzugeben. Wir lernen das dann und versuchen es bei der Prüfung rauszuhauen und dann passt es. Also und das sollte halt, ich glaube eher, wenn du halt wirklich output-orientiert und wenn die Schüler mit einbezogen werden, wenn sie selber als Sachen arbeiten müssen, ist es einfach viel besser und es bleibt viel mehr hinter. Okay, ja, mein Danke. Petra, was ist deine Meinung? Was denkst du, was einfach auch seitens der Schulen wichtig ist, was den Schülerinnen einfach auch mehr gebracht werden muss oder wo dann vielleicht auch im Rahmen der Schulen Veränderungen stattfinden müssen? Dass du einfach sagst, okay, was denkst du, was auch seitens der Bildungseinrichtungen noch verstärkt gemacht werden soll? Also ich würde mich tatsächlich bei einem Vorgehen
anschließen, dass diese Kernkompetenz vor allen Dingen auch in meiner Meinung nach in einer ganz stark ausgeprägten Innovation der Schule. Ich habe selbst mal eine Zeit lang in der Erwachsenenbildung gearbeitet im Bereich Kunstgeschichte und das ist einfach ein dankbarer Bereich, muss man ganz ehrlich sagen, weil diejenigen, die in der Erwachsenenbildung noch freiwillig zu kunsthistorischen Vorträgen und Seminaren kommen, sind, haben eine hohe Eigenmotivation. Das bringt einfach unglaublich Spaß. Also da muss man niemandem sagen, pass auf, mach hier, mach da, sondern die sitzen da voller Enthusiasmus. Und das würde ich mir wünschen, dass das in der Grundausbildung, in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen einfach viel, viel stärker mit eingebracht wird, dass das Interessensstudien sind, dass das Sachen sind, die man macht, weil man Spaß dran hat, weil man sich interessiert, wenn man sich inhaltlich für eine Sache begeistert, wird man sich ganz anders einsetzen und werden auch Dinge und Inhalte viel stärker hängen bleiben. Ich denke, dass Motivation eines der wichtigsten Elemente ist, die ein Lehrender an seine Schüler weitergeben muss. Danke. Erik? Ich kann mich nur anschließen, aber ganz zentral ist natürlich diese Person der Lehrerin oder des Lehrers. Was bleibt denn bei den Schülern von unten über? Ist das, was ich auswendig lerne, durch die Prüfung oder hinten wieder abhake, oder ist es viel mehr? Und das kann man schon mitgeben, wenn man sieht, dass man begeisterte Lehrerinnen hat, die hier Workshop machen und den Schülern wirklich viel mit auf den Weg geben, das auch dankbar aufgenommen wird. Die jungen Leute sind neugierig, die sind kreativ. In unserem Schulbereich sind sie ja sozusagen auch freiwillig da. Also die sind ja nicht der Pflicht, wo sie absolvieren, sondern sie suchen sich die Schule aus. Nach der kurzen Zeit kann ich nur sagen, so brav, so kreativ, so unkompliziert sie sind, das ist für mich sehr beeindruckend. Und auf dem Weg, glaube ich, soll man sie motivieren, unterstützen und begleiten. Bei uns an der Schule wird auch cool unterrichtet, das ist kooperatives offenes Lernen, wo sie sehr selbstständig in Kleingruppen arbeiten, tolle Möglichkeiten dazu haben und eben genau schon hier eigentlich herangeführt werden, dass sie in Gruppen zusammenarbeiten, dass sie sehr selbstständig arbeiten und das extrem gut funktioniert. Also ich denke, das werden sich hier viele Dinge verschwenden, das geht auch mit dem Lehrkörper drüber. Natürlich müssen die miteinander reden, die müssen sich austauschen, weil die Zeit, wo man am Schluss hat, in der Runterbettung hinterher prüfen, das war sich einfach lang vorbei und gehen einige Herausforderungen schon ganz anders aus. Und ich denke, es gibt hier wirklich tolle Schulen, die einen gewaltig guten Job machen. Jetzt noch eine Frage, weil du vorher erwähnt hast, es ist auch ganz wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer motiviert sind. Da gibt es ja sehr viele, manchmal vereinzelte, manchmal sind es mehrere. Kann das eigentlich auch in dem, innerhalb der Lehrerinnen und Lehrer dann ansteckend sein? Also ist das was, was sich dann so gesehen durch die Lehrerinnen und Lehrer und Lehrerinnenschaft durchzieht? Wie kann man da vielleicht auch so gesehen diese Motivation unter der Lehrerschaft fördern? Hast du da Erfahrungen? Hat sie das dann, wenn einer anfängt, sich in die Richtung zu motivieren und seinen Unterricht zu prägen, bei den anderen Lehrern auch durchgesetzt? Das kann sich schon übertragen, Gott sei Dank. Ja. Es wird nicht bei jedem vielleicht ankommen und fruchten, aber grundsätzlich, glaube ich, strahlt sowas aus. Weil in diesem Schulbereich ist es ja auch nicht ganz einfach. Allein mit Lob muss man ein bisschen aufpassen, weil wie man jetzt jemanden lobt, wird sich der andere vielleicht dann nicht gelobt und zurückgestellt. Trotzdem werden wir diesen Dämmer lassen, wenn dumme Sachen hier sind, dann sollen wir sie vor den Vorhang holen. Sollen denen eine Bühne geben, Wertschätzung geben, sollen das auch ganz stark loben und hoffentlich wird es auch andere dann anspornen und motivieren, in ähnlicher Art und Weise zu arbeiten und mitzumachen. Überall wird das nicht funktionieren, also die Emotion mache ich mir auch nicht, aber bei ganz vielen ist es auch so und das ist gut so. Mhm. Dankeschön. Die fünfte, welche Erfahrung hast du mit ansteckenden Projekten, Kampagnen oder einfach dem Engagement im Allgemeinen? Also ich denke mir schon, dass es auch ganz wichtig ist, dass die Schulkultur oder die Institutskultur einfach dementsprechend wächst und sich entwickelt. Und dann ist das automatisch ansteckend. Natürlich da die Umstellung jetzt auf die kompetenzorientierten Lehrerinnen, das ist noch einmal ein Instrument, wo man da vielleicht motivieren kann und Leute mit ins Boot nehmen kann, die nicht sofort freiwillig sagen, ja, hurra, ich habe da wieder ein neues Feld, auf das ich mitgehen kann. Weil es keine andere Wahl haben, ganz einfach, sie müssen sowieso mitziehen. Und es gibt immer, Gott sei Dank, genügend Vorreiterinnen, die sagen, ja, das mache ich. Schulentwicklung insgesamt, glaube ich, trägt auch einiges bei, in allen diesen Bereichen. Zum Beispiel bei uns in der Schule, das sind wir jetzt Ökologschule geworden, mit einem Lehrerinnen-Team. Das Lehrerinnen-Team hat sich dann relativ schnell vergrößert, jetzt schauen wir, dass wir Umweltzeichenschule werden. Lehrerinnen haben Sachen eingeführt, wie dass einmal in der Woche eine Masseurin kommt und die Kolleginnen in den Pausen massieren kann. So Kleinigkeiten, die aber doch zur
zu einer nachhaltigen Schulkultur beitragen und das miteinander umgehen, was man von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört haben. Der Umgang miteinander, mit den Schülerinnen, mit den Kolleginnen, mit den Bediensteten im Haus, das Ganze einfach vorleben, dass man ordentlich miteinander umgeht, dann haben wir schon sehr vieles gewonnen. Sehr schön, danke. Wir haben jetzt gehört, okay, es ist ganz wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler kommen, dass sie möglichst viel Praxisbezug haben und einfach auch schon viel Erfahrung mitbringen, dass sie dann auch möglichst schnell in den Unternehmen gut eingeschult und eingebettet werden können. Jetzt wollte ich noch fragen, welche Erfahrungen gibt es denn im Bereich CSR mit Kooperationen in der Praxis? Sie können mir da ganz sicherlich alle Beispiele nennen, aber einfach so, um ein bisschen auch dem Publikum ein Bild zu vermitteln. Wie ist denn die Zusammenarbeit von den Tourismus-Schulen, von den Bildungsstätten mit der Praxis, wenn es ums Thema CSR geht? Also, nehmen wir Partner her, die dort hinten sitzen, die HTWS-Vereinigung, die uns die Möglichkeit gibt, unseren jungen Menschen am Junior Day des ÖHV-Kongresses nicht nur so zu tun, als ob sie zur Branche schon dazugehören könnten. Das heißt, dieses Gefühl haben, ja, die Erwachsenen, die Branche nimmt uns ernst, wir sind ernst genommen, wir sind da voll dabei. Sondern auch die Möglichkeit gibt, in einem tollen Projekt jetzt einmal Kreativität freien Lauf zu lassen und zu zeigen, was in jungen Menschen steckt und dafür Anerkennung zu bekommen. Das heißt jetzt, nehme ich nicht ein Projekt her, wo ihr viel besser seid, in anderen Bereichen schon so viel länger tätig seid, sondern auch zu zeigen, wir sind akzeptiert, wir reden miteinander auf einer Ebene. Unsere Kreativität ist gefragt. Das, was wir einbringen, was wir zu sagen haben, wird ernst genommen. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das leben wir zum Beispiel in dieser Partnerschaft oder mit Betrieben, wo wir hinfahren können, sie kommen zu uns und uns zum Beispiel einzelne Bereiche aus dem CSR, Umweltzeichen ist natürlich eine Möglichkeit, hier aktiv zu werden, in Projekten aktiv zu werden und das auch in den Internatshotels zum Beispiel, wo es relativ einfach und noch einfacher als in einer Schule fast, weil es noch näher an der Praxis ist umzusetzen und auch hier ganz konkret mit einem Betrieb, der es schon hat, sondern wie setzen wir es um, wie machen wir es. Also hier wirklich konkret den jungen Menschen zu zeigen, da gibt es Möglichkeiten, das bringt sich in ihnen schon fest. Dankeschön. Bianca, wie siehst du das Potenzial von Zusammenarbeit, also von der engen Zusammenarbeit, gerade im Bereich CSR, dass eben, wie wir jetzt gerade gehört haben, auch die Umsetzung von CSR in der Praxis den Schülern durch einen Austausch mit der Praxis näher gebracht werden kann und umgekehrt vielleicht auch die eine oder andere Idee von den Schülerinnen jemanden in der Praxis auch inspirieren kann? Wie siehst du da die Entwicklung? Also Potenzial ist voll auf jeden Fall da. Es ist noch nicht so stark viel da, also könnte jetzt, aber das beginnt ja jetzt erst in dieser Entwicklung. Und ich finde es halt extrem wichtig, dass der Praxisbezug da ist, vor allem weil dann auch die Erfahrung halt auch, also ich merke es zwar, ich bin jetzt an einer Tourismusschule, aber ich habe da eben sind auch Menschen, die Tourismus studiert. Und ich finde halt bei uns ist der Praxisbezug noch zu schwach. Und ich finde halt, der hätte halt müsste während dem Studium noch viel verstärker da sein mit solchen Organisationen, weil wir auch ja Nachhaltigkeit im Tourismus auch unterrichtet bekommen. Und also das Potenzial ist auf alle Fälle da. Müsste halt jetzt, ist es jetzt eben, das muss verstärkt sein. Okay. Dankeschön. Petra, hast du Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Universitäten, mit Bildungseinrichtungen, dass so gesehen auch wirklich der direkte Austausch zwischen den Bildungseinrichtungen und deinen Mitgliedern forciert wird? Wie sind da die Erfahrungen oder wo siehst du da das Potenzial? Also wir haben sehr, sehr engen Kontakt zu verschiedenen Hochschulen, die zum Teil eben auch bei uns im Beirat des Verbandes mitsitzen und da eben über den Lehrkörper dann entsprechend auch einen sehr intensiven Austausch. Wobei wir bislang, denke ich, zu wenig, ich würde mir mehr Einfluss auch tatsächlich auf die Lehrpläne wünschen. Wir sind jetzt gerade neu reingewählt in den Beirat einer Fernhochschule in Düsseldorf, wo wir sozusagen dann auch beratend tätig sind und einfach mal das Feedback mit reingeben. Ich würde mir wünschen, dass Hochschulen sich sehr viel stärker noch mit an die Praktika wenden, um einfach da auch
zu schauen, es verändert sich ja ständig. Es ist ja nichts, was statisch ist, was jetzt die nächsten 5 Jahre gerade an Bedarf da ist. Das kann man nicht 10 Jahre vorher vorhersehen. Das hat sich in den letzten Jahren unglaublich gewandelt, wie Arbeitsplätze aufgebaut sind. Die Arbeitsmodelle innerhalb von Unternehmen werden komplett verändert. Sei das nur Teilzeitarbeitsplätze, sei das auch Homeoffice-Arbeitsplätze. Da sind ganz neue Strukturen, auf die eben auch Schüler dann eben auch später vorbereitet werden müssen. Und da wird sich auch, denke ich, künftig am Arbeitsmarkt noch ein bisschen was ändern, sodass ein beständiger Austausch da ganz wichtig wird. Mhm. Was wir so als Erfahrungswert haben, warum wir tatsächlich die engste Einflussnahme haben, ist natürlich die Ausbildung durch Praktika. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass im Rahmen der Studien die Praktika nochmal verstärkt vorgenommen werden. Also dass da einfach die Möglichkeit ist, in einem Unternehmen schon mal reinzuschnuppern und da auch was zu machen. Wir haben bei dem Veranstalter, für den ich in Hamburg gearbeitet habe, und ich regelmäßig immer eine Praktikantin, die ja in der Regel Frauen, wenn man ehrlich ist. Das ist im Tourismus nach wie vor so, dass im Studienbereich ein sehr, sehr hoher Frauenanteil ist. Und diese Praktikanten bringen so viele Ideen mit ein. Also wir versuchen immer so eine Mischung aus Grundausbildung, von einfach Einblick ins Alltagsgeschäft und aber auch gerne, also das ist auch von verschiedenen Hochschulen auch sehr gewünscht, ein eigenständiges Projekt auf die Beine zu stellen. Und diese eigenständigen Projekte ist zum Beispiel, wir haben einmal eine Praktikantin gehabt, die wunderbar für uns unser Feedback-Tool neu aufgesetzt ist. Wir hatten die Idee, dass wir das modernisieren wollten, von diesem, wir haben einen dreiseitigen Fragebogen, wo wir alle möglichen Bewertungen von Hotel, Reiseleitung und sonst wie andere, was sehr aufwendig ist für den Reisenden und auch wenig Gewinn bringt, haben wir immer gesagt, wir wollen, dass der Reisende uns aktiv was zurückmeldet, also ganz wenige Fragen, dafür offene Fragen. Und das hat sie in 3 Monaten mit einem theoretischen Hintergrund als Projekt sehr eigenständig entwickelt und wir haben daraus dann mit der Grafikerin zusammen ein echtes neues Tool auch gemacht und das war für beide Seiten gewinnbringend. Solche praktischen Einsätze sind kleine Möglichkeiten, dann Projektmanagement auch für sie aufzusetzen. Das wurde auch von der Universität toll begleitet und das würde ich mir vermehrt wünschen. Da haben dann beide Seiten auch was davon. Und das wird auch ihr gerade aussehen, wie das gerne Praxis anwenden können, was Sie da. Okay, ja, danke schön. Erik? Die Tourismusschulen haben ganz stark einen Praxisbezug, weil derzeit sind unsere Abendklassen im Winterpraktikum. Wir haben 18 Millionen Übernachtungen, davon 2 Drittel im Winter. Also der Winter ist bei uns ein unheimlich starker, aber auch Betriebe auch Praktikanten. Also das ist für beide Seiten gut. Einmal würden wir sind unsere Schüler auch bei einem Partnerbetrieb. Wir haben kein Schulhotel, aber 5 Partnerbetriebe. Das sind wirklich tolle Hotelbetriebe in der Region, Kinderhotel, Wunderhotel und so weiter, wo sie Erfahrungen sammeln können. Das ist ein wunderbarer Austausch. Ganz allgemein gesprochen ist also der Tourismus allgemein und die Hotellerie im Speziellen vom Image her jetzt nicht unbedingt ganz gut besetzt. Also ich sage mal, mit dem nichts zu tun, ist man eigentlich lieber. Aber wir wollen hier eben die guten vor dem Vorhang holen, zeigen. Ich meine, da gibt es tolle Möglichkeiten. Das ist ein sauberer und kommoder Arbeitsplatz, wo ich mich auch weiterentwickeln kann. Weil es geht mit Kleinigkeiten los, werden Dienstpläne vielleicht 2 Wochen im Vorhinein geschrieben und erst am Sonntag für die nächste Woche. Aber sonst sind das glaube ich Sachen, die kein Geld kosten würden und die Attraktivität erheben könnten. Also wir wollen Ihnen tolle Betriebe zeigen, Ihnen zeigen, dass es sich lohnt, hier zu arbeiten, dass man sich da auch entwickeln kann, dass es ein guter Job ist. Da denke ich, dass an die Tourismusschulen extrem gut aufgestellt, was den Praxisbezug betrifft, während des ganzen Jahres oder speziell halt in Form von Winter- und Sommerpraktikum. Da gibt es sehr intensiven Austausch und hier hoffen wir schon, dann stark dazu beitragen zu können, dass wir toll ausgebildete Menschen in diesem für uns so wichtigen Segment in Zukunft auch haben werden. Aber nur noch zur Erklärung, wie funktioniert das mit Winter- und Sommerpraktikum? In der 5-Jährigen müssen 2 oder 3 Wochen Praktikum machen, suchen sich die Praktikumsstelle selber aus. Wir haben ein schwarzes Brett, wir haben ein Karrierecenter, wo man internationale Stellen sich aussuchen kann. Gehen zu dem Betrieb natürlich hin, besprechen das, Winter oder Sommer, machen einen Vertrag mit dem Betrieb und absolvieren den Praktikum, den hinterher zeigen, müssen diese Zeiten auch nachweisen, sammeln Erfahrung in sehr unterschiedlichen Bereichen, können Sie auch Meinung bilden. Müssen Sie einmal ein Praktikum in der Wintersaison und eins in der Sommersaison machen oder was hat das mit Winter und Sommer zu tun? Das wir jetzt im Winter, im 20. Dezember hat das Praktikum gestartet, das geht zum März, da sind die Ferien natürlich auch drin. Ja. Sie müssen in Summe dann die Wochen beisammen haben, ob Sie die jetzt im Winter oder Sommer sammeln, das ist Ihnen selbst überlassen. Aber grundsätzlich ist es von uns so angedacht, dass eben im Winter wir Praktikanten entsenden, weil die Betriebe im Winter ganz dringend Leute natürlich auch brauchen und die Wintersaison bei uns stark ausgeprägt ist. Mhm. Und so gibt es hier ständigen Kontakt und Austausch und viel Sammeln von hoffentlich ganz viel positiver Erfahrung
von diesen Schülern viel konkreter betrieben. Das ist in der Praktikumsmodell, gibt es in Tirol ebenso schon, also in unseren Schulen. Man tut sich da speziell zum Teil auch in der Hotelfachschule leichter, die ja längere Praktika mit größeren Ferien haben, aber davon nur zweimal. Also da gibt es in jenen Bereichen bei dir genauso wie in Tirol, wo das Winterpraktikum absolut Sinn macht, schon die Möglichkeit, und da soll man einmal sagen, das Schulleben ist nicht flexibel, hier Dinge zu schaffen, wenn es notwendig ist. Wir können es nicht österreichweit schaffen, weil die Wiener Stadthotel damit jetzt bedanken, wenn wir das alles im Winter machen können. Das heißt, es macht durchaus Sinn, das regional so über geschickte Schulversuchsregelungen zu steuern. Und die sitzt ja auch statt der Frau Kollegin Jana Janischitz aus dem Ministerium da, die unsere Abteilung im Ministerium, die das durchaus regional unterstützt und dort sagt, dort ist der Bedarf da, da machen wir das und dort ist es auch geschickt. Dass es nicht zulasten der Schüler gehen darf, ist auch klar, aber dass die Betriebe auch was haben davon, dass hier ergänzend gearbeitet werden kann, weil dann erfahren hoffentlich in den guten Betrieben, wie du schon gesagt hast, Erich, unsere Schüler auch, dass CSR nicht nur in der Schule stattfindet, sondern dann sehen sie es in den Betrieben, dass es wirklich so ist. Ja. Darf ich eine Frage an die Runde stellen? Wie stellen Sie sicher, dass das, was Sie als Winterpraktikum jetzt beschreiben, dass das nicht einfach heißt, es werden günstige Arbeitskräfte für die Hoteliers zur Verfügung gestellt? Es klingt für mich so ein bisschen, da ist Bedarf in den Hotels, die brauchen was mehr und kriegen dann Praktikanten, die quasi die Arbeit leisten. Wie ist da gesichert, dass das ein Teil der Ausbildung ist? Wie besprechen Sie das? Immer Bedarf ist ja a priori nichts Schlechtes. Also in Wien haben wir Gott sei Dank viel Tourismus und da ist auch Arbeit notwendig. Aber grundsätzlich sind die ja eingestuft auf einem Kollektiv. Also das ist nicht, dass die irgendwas ausmachen oder die es ansonsten auch unentgeltlich macht, wie das bei Praktikums heute ja bei Konzernen gerne der Fall ist, dass man da 3 Monate arbeiten darf, um zu zeigen, wie gut man ist. Das ist hier nicht der Fall. Also die bekommen schon auch Geld dafür. Sie sind im Hotel- und Gastgewerbe tätig, also das ist schon vorgegeben. Egal, ob das dann in der Rezeption ist, im Service ist, in der Küche ist. Wenn du ein Kinderhotel ist, dann kann das auch in der Kindbetreuung sein. Also von dem her ist das alles sehr genau vorgegeben und wird der Vertrag gemacht und funktioniert gut. Im letzten Winter habe ich im Winterpraktikum alle Praktikumsbetriebe angerufen, um zu fragen, wie es ihnen denn ergeht mit unseren Schülerinnen und Schülern, und habe hier ausnahmslos beste Rückmeldung bekommen, dass alles gut funktioniert. Also wirklich so wie das Schönste, was man hören kann, dass es gut funktioniert und dass unsere Schüler hier sich sehr gut im Betrieb einbringen und einen guten Job machen. Und mal zu sagen ist vielleicht schon, dass auch auf betrieblicher Seite nicht die falsche Erwartung da sein darf. Wenn man ein Stellenanzeigen liest, dann sollen die Menschen jung sein, top ausgebildet sein und was sie für Berufserfahrung haben. Und wenn man jetzt im Hotelfachschule einen Praktikanten hat, dann kann der vielleicht doch nicht alles, also ich weiß schon, Gespräche im Vorfeld richtig, um die falsche Erwartung zu erwecken, dass der, was ich nicht, komplette Service dann schmeißen wird, aber in der Form, wo man sie austauscht, funktioniert das gut und ist auch wichtig, auf beiden Seiten das gut abzustecken. Wo können sie, wo können sie gut einsetzen, wo müssen sie vielleicht auch lernen. Qualitätssicherung der Feralpraktika ist ein Thema, das es Jahrzehnte schon gibt. Und ich sage den Eltern immer beim Elternabend der ersten Klassen, ein Feralpraktikum, das sie selber gemacht haben vor 25, vor 30 Jahren, ist nicht mehr das, was es heute ist. Die Branche hat sehr wohl. Und wenn es das ist, dann bleibt es nicht mehr geheim, wie früher. Ja? Das heißt, die Branche hat schon erkannt, auf der einen Seite junge Menschen gut auszubilden, auch an sich zu binden, ist ein wichtiges Argument. Und das Zweite, ich glaube, auch in Zeiten wie diesen, und Social Media hat ja auch vor diesen Bereichen nicht Halt gemacht, Bewertungen gibt es nicht nur für Reisen, sondern auch für Arbeitgeber, so schlecht, wie du auch gesagt hast, ist die Branche nicht, wie manchmal ihr Ruf ist. Und wenn es Probleme gibt, und das ist ganz wichtig, wie du gesagt hast, du rufst an, wir besuchen im Sommer, wir haben ein Sommerpraktikum, alle unsere Betriebe in Österreich mit 5 Lehrern, wie geht es den Schülern, wie geht es den Betrieben? Klar gibt es da und dort Schwierigkeiten, das will man bitte gar nicht leugnen, das ist ja klar, wenn ich 500 Schüler auf Praxis schicke, ist das so. Das ist überhaupt keine Frage. Nur es gibt vieles, und das wissen alle hier im Raum auch, was kommunikativ lösbar ist und nicht unbedingt arbeitsgerichtlich. Also hier gibt es eine sehr große Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, weil auch die Branche erkannt hat, Mitarbeiter brauchen sollen, und dann bindet man sich die am besten über gute Praktiken. Bevor wir dann auf das Qualitätsthema noch einmal eingehen, einfach auch noch die Frage, ja, welche Erfahrungen, Günther, hast du mit Kooperationen, ganz eng natürlich, aus der Praxis,
was bringen denn die Schülerinnen und Schüler auch an Rückmeldungen aus ihren Betrieben dann mit, wenn sie bei dir über CSR in der Schule hören und umgekehrt? Nehmen da vielleicht die Betriebe auch das eine oder andere von den Auszubildenden auf und setzen es dann um? Was ist denn da die Erfahrung mit diesen Kooperationen, die ja bei dir einen ganz anderen, also einen höheren Stellenwert haben? Ja, wir haben natürlich andere Rahmenbedingungen, weil ja unsere Jugendlichen 75% ihrer Ausbildungszeit in den Betrieben verbringen, wenn nur 25% bei uns sind. Die Berichte, die dann aus den Büros kommen, sind natürlich unterschiedlich. Es gibt da auch sehr, sehr engagierte Büros, wo schon sehr viel passiert, wo das auch immer wieder bestätigt wird. Wenn das dann im Unterricht Thema ist, CSR, kommen dann teilweise schon sehr gute Erfahrungsberichte aus den Büros. Es gibt manche, die ich schon eingangs erwähnt habe, wo das noch kein großes Thema ist. Und der Rücklauf oder die Rückmeldung in den Firmen, in den Reisebüros, bei den Veranstaltern ist eigentlich auch überraschend groß. Das heißt, die nehmen das schon auf. Ein Beispiel, einer der größten österreichischen Reiseveranstalter hat letztes Jahr eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung eingerichtet. Und die hat eine Schülerin von uns übernommen, die gerade frisch aus der Schule gekommen ist. Also die wurde da natürlich auch intensiv geschult, nicht nur von uns in der Schule, sondern dann auch auf Workshops in Deutschland und so weiter. Eine Form an das Reisen mit ihm dabei. Ja, und hat dann gleich, nachdem sie zurückgekommen ist, eben diese Abteilung beim großen heimischen Reisveranstalter genommen. Also das ist ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert. Wir schauen aber auch, dass wir in alle Bereiche der Touristik reingehen, zumindest in alle Bereiche des Reisebüros, wo es ja nicht nur den klassischen Counterbetrieb gibt, das klassische Outgoing-Reisebüro, sondern wir haben ja auch Schülerinnen, die in Incoming-Betrieben arbeiten, wir haben Schülerinnen, die bei Reiseveranstaltern sitzen oder bei Business-Travels-Büros. Das heißt, wir versuchen eben da möglichst vielschichtig Erfahrungen zu sammeln oder die Schülerinnen Erfahrungen sammeln zu lassen und eben auch in andere Bereiche reinzugehen. Das heißt, wir versuchen bei Projekten, die wir machen zum Thema nachhaltiger Tourismus, dass die Schülerinnen, die vorwiegend im Reisebüro sitzen am Counter, dass die dann Kontakt aufnehmen zu Leistungsträgern, andere, zum Beispiel Agenturen vor Ort in den Destinationen oder auch zu Fluglinien, was man eben nachhaltig an Produktreise machen kann. Also dass die wirklich auch im Zusammenhang verstehen und kennenlernen, das Produktreise begreifen, weil ich glaube, nur dann können die Leute, die das auch verkaufen sollen, dementsprechend Reisen erstellen und auch die Nachhaltigkeit bei den Reisenden zu kommunizieren. Wenn ihnen etwas, was in der Destination passiert, dann kann ich wirklich mich darauf vorbereiten, beziehungsweise den Kunden darauf vorbereiten. Dankeschön. Kommen wir nochmal auf das Thema Qualität zurück. Da ist jetzt auch die Frage, welchen Anspruch erheben Sie denn jetzt auch an die neuen Lehrpläne? Wie wird so gesehen auch die Qualität des Unterrichts im Bereich CSR gesichert? Welche Strategien und Maßnahmen gibt es denn da, dass man sagt, okay, man unterrichtet jetzt nicht das, was man selbst als nachhaltig empfindet, sondern dass man da auch wirklich gewisse Benchmarks hat? Was ist denn da im neuen Lehrplan angedacht? Also wir haben schon ganz klare Positionen im Lehrplan verankert, sei es im Bereich Energie, Müll, Sozialverhalten, Minderheiten, Team- und Kommunikationsfähigkeit. Also schon ganz klar ausgewiesen, in diesen Bereichen ist zu arbeiten. Wie stellen wir sicher, wie messen wir, dass es passiert, dass es gut passiert? In der österreichischen berufsbildenden Landschaft gibt es seit 10 Jahren mittlerweile ein Qualitätssystem, das sich ÖPP nennt, wo Unterricht und unterrichtliche Prozesse nach einem Regelkreislauf angeschaut werden und ganz klar drauf geschaut wird, kommt am Ende das auch raus, was wir am Anfang wollten, oder müssen wir nachschärfen, damit das wirklich herauskommt, was intendiert war. Zum einen. Zum zweiten wird eine ganz veränderte und stark beeinflusste Feedbacklandschaft in den Schulen geben. Auch das schon seit einigen Jahren ein bisschen aus den FH-Bereich kommend, der das von Anfang an aufgrund der Akkreditierung drin haben musste, hat das bei uns auch schon Platz gegriffen und das gehört da ganz wesentlich dazu, dass wenn man die Schüler fragt, war es dann wirklich so. Das dritte ist, dass es natürlich auch von unserer Schulleiter einmal mehr erfordert, sich Unterricht ganz genau anzuschauen.
nach 14 Jahren Direktorentätigkeit kann ich nicht sagen, ich kenne meine Lehrer eh und weiß, wie sie unterrichten. Ich muss mir bei jedem Feedback oder von jedem Feedback abgesehen, das ich von Schülern bekomme oder von Eltern bekomme, auch selber anschauen und mich davon überzeugen, wie dieser Unterricht läuft. Danke. Bianca, so jetzt von den Erfahrungen aus deiner Arbeit, was denkst du wäre wichtig, damit die Qualität im Unterricht auch gesichert wird, beziehungsweise auch diese Kompetenzen dann in den neuen Lehrplänen wirklich umgesetzt werden? Also ich wollte die Evaluation sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig, finde ich halt, dass man wirklich sieht, okay, was haben die Schüler jetzt wirklich mitgenommen, wir haben es gefunden. Und natürlich voraussetzen muss natürlich, dass sie ehrlich sind. Aber ich finde auch, dass vielleicht auch die Lehrer evaluieren sollten. Ob das dann wirklich auch mit ihren Erwartungen vor dem Unterricht, bevor sie das Jahr oder das Semester begonnen haben und am Ende, was ist rausgekommen, stimmt es überein, wo können es Verbesserungsvorschläge. Also ich finde das schriftliche Feedback bzw. vielleicht auch Feedback-Runden zu machen schon sehr, sehr wichtig. Das bin ich halt von der FH auch gewohnt. Danke. Petra, so deine Empfehlungen, was wäre dir wichtig zu wissen von den Ausbildungen her, dass da Qualitätssicherung betrieben wird, dass auch wirklich CSR unterrichtet wird, dass auch wirklich praxisorientiertes CSR oder Kompetenzen im praxisorientierten CSR vermittelt werden? Ich denke tatsächlich, dass das Tool, sich gegenseitig ständig zu befragen und auszutauschen, dass das beste System ist, um das immer wieder abzugleichen. Das für uns als Verband ist natürlich wichtig. Wir haben uns ja für ganz klare Qualitätskriterien entschieden, also sowohl im eigenen Kriterienkatalog als auch für das Zertifizierungssystem, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da haben wir sehr klar definiert, was meint für uns CSR-Bereich Tourismus. Aber das ist ja auch nichts Statisches. Also das, was wir als System haben, also auch unser Zertifizierungssystem, verändert sich jedes Jahr ein Stück weit, weil es sich immer weiterentwickelt, weil man immer mehr Bereiche abdecken kann, weil man auch da sieht, jetzt hat ein Unternehmen sich in die Richtung entwickelt, wo, wenn es da an dem Punkt steht, hat es vielleicht andere Grundvoraussetzungen, andere Grundideen, die einfach jetzt umgesetzt werden können, als zu Beginn eines CSR-Prozesses. Das ist ja sehr, sehr dynamisch und veränderlich. Und genau diese Dynamik braucht, glaube ich, auch die Zusammenarbeit zwischen Ausbildung und Wirtschaft. Von deiner Seite her, was denkst du, ist wichtig an Qualitätskriterien, dass auch wirklich sichergestellt wird, dass CSR so unterrichtet wird, dass es auch in der Praxis dann für die Betriebe einen Nutzen hat, aber umgekehrt, dass auch wirklich die Inhalte, die notwendig sind, an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden? Also pauschal, das habe ich schon beantwortet, und maße ich mir auch nicht an, das jetzt schon zu können für unsere Schule, was ich das das Lehrerteam top ist und in dem Bereich das absolut passiert. Wichtig finde ich ja, dass man sich schon von Zeit zu Zeit selbstkritisch hinterfragt. Dass man einfach schaut, wo steht man denn eigentlich, sich vielleicht in der Form auch bewerten lässt. Bei den Tourismusschulen Salzburg passiert das auch nebenher, wenn die Schüler jetzt separat befragt werden und es hier natürlich auch Ergebnisse gibt. Man ist gut beraten, das anzunehmen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und es wird immer individuell von der Person abhängig sein, ob das passiert oder nicht passiert. Bei uns funktioniert das gut und CSR ist bei uns an der Schule extrem stark verankert und wird vom Lehrplan gut unterstützt. Okay, danke. Günther, wie schaut das bei euch aus? Ja, bei uns gibt es auch diese QIBB-Instrumente, die ja schon lange Zeit angewendet werden. QIBB steht für Qualitätssicherung in der Berufsbildung. Da gehört unter anderem dazu die Evaluierung durch Feedbackbögen, mündliches Feedback, das regelmäßig angeboten wird. Aber natürlich auch Unterrichtsbesuche, das heißt, man geht in die Klassen hinein mit den Kolleginnen gemeinsam. Nicht jetzt nur zu kontrollieren, sondern Hilfestellungen zu leisten. Das funktioniert auch sehr gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die in anderen Bereichen jetzt nicht speziell für bezüglich CSR angewendet werden, aber wo ich mir persönlich denke, könnte man das auch machen. Peer Reviews, das heißt andere Schulen kommen lassen, die sich dann den Unterricht anschauen, die Tipps geben können, Anregungen geben können. Da denkt man, wir müssen dann ein bisschen öffnen, nach außen hin gegenüber anderen Schulen, gegenüber anderen Schultypen und Schulformen. Dann kann das nur positiv sein für alle Beteiligten. Ich darf das vielleicht ergänzen, da sieht man eigentlich, wie offen Schule schon ist. Ja. Ja. Peer Review heißt, Kollegen aus anderen Schulen kommen und schauen sich die eigene Schule an. Sehr offen die eigene Schule an.
Es gibt ein Instrument, das manche Lehrer und immer mehr jetzt nutzen, sich wechselseitig zu hospitieren. Was das in der Denkweise von Lehrern heißt, können Sie sich vorstellen, dass da nicht einmal der Chef, das akzeptieren Sie ja gerade noch, aber dass da andere Kollegen in die Klasse kommen und mit Ihnen Ihren Unterricht besprechen. Ja, also da ist schon ein Weiterdenken, ein Fortdenken da, und das hilft uns genau in diese Richtung ganz, ganz massiv weiter. Wäre da auch ein Gedanke, so gesehen, dieses Gremium mal ein bisschen zu erweitern und die Praktiker auch einzuladen? Selbstverständlich. Ich glaube auch nur, dass da irgendeine Schule das scheuen würde. Ja. Weil ich bin immer gemeint, das ist ganz wichtig, dass auch aus der Praxis die Inputs an die Bildungseinrichtungen gehen können, dass da einfach auch so gesehen die Notwendigkeiten aus der Praxis kommuniziert werden können. Ja, das bringt mich jetzt, bevor wir dann zur Abschlussrunde kommen, eh schon an die Frage ans Publikum. Was möchten Sie denn gerne noch unsere Expertinnen und Experten fragen, was bis jetzt noch nicht besprochen worden ist, oder was ist Ihnen ein Anliegen? Also ich darf Sie jetzt herzlich einladen, unsere Expertinnen und Experten hier am Podium zu befragen, bevor wir dann noch eine Abschlussrunde machen. Ja? Ja, also ich habe zwei Fragen. Zum einen, Katrin, du hast das eh schon kurz jetzt in der letzten Runde angesprochen. Mich würde noch einmal ein bisschen mehr interessieren, also jetzt speziell bei den Tourismusschulen, weil Sie jetzt den neuen Lehrplan erwähnt haben. Sie haben ein paar Beispiele genannt, was also sozusagen wie CSR verankert ist. Mich würde speziell interessieren, und ich sage Ihnen auch gleich warum, ob auch das Thema Kinderschutz als Teil der CSR im Lehrplan genannt ist. Also ich komme von Egmont Österreich, Astrid Winkler, wir waren kurz über E-Mail in Kontakt und wir arbeiten ja auch schon seit 2001 mit der NFI bzw. Respekt in dem Bereich sehr eng zusammen und auch an diversen Bildungseinrichtungen, Berufsschule und so weiter. Und jetzt rede ich speziell nicht nur über Kinderschutz sozusagen außerhalb Österreichs, also Stichwort Kindersextourismus unter Anführungszeichen, sondern wenn man jetzt die heimische Tourismuslandschaft hernimmt und speziell die Hotels mit ganz vielen Kinderangeboten und Kinderbetreuungsangeboten, dann ist das Thema Kinderschutzrichtlinien, Kinderschutz sozusagen der Kinder, die im Hotel sind, noch einmal, kriegt das noch einmal eine andere Dimension vor dem Hintergrund, dass wir einfach, also wir, sage ich jetzt alle, die in dem Bereich Kinderschutz tätig sind, natürlich wissen und alle wissen es teilweise durch Medienberichte, dass natürlich sehr häufig vorkommen kann, dass Menschen, die irgendwie Kontakt zu Kindern suchen, um sie ja, anzubaggern, zu verführen, was auch immer, oder irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, natürlich den Zugang zu Kindern suchen und das sehr häufig über die Kinderbetreuung stattfindet. Ja. Also, den Salzburgern ist der Fall bekannt, der vor 2 Jahren, glaube ich, durch die Medien gegangen ist, diese privater Kinderbetreuungsverein, der nach 10 Jahren dann schlussendlich geschlossen wurde, weil die zwei, die den Verein geführt haben, eindeutig eben Missbrauchstäter waren. Mir sind Fälle aus Deutschland bekannt in den Hotels, wo es also im Kinderanimationsbereich also zu Vorfällen gekommen ist, also über Ecuador Deutschland weiß ich das von meinen Kollegen. Also das ist jetzt nur so, warum ich mir denke, dass das einfach ein wichtiges Thema ist, jetzt auch fernab von dem, was wir sonst an den Schulen machen, wo es eher sozusagen um Kinderschutz vor sexueller Ausbeutung im weltweiten Kontext geht. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, was mich noch interessieren würde, weil Günther, du hast es angesprochen am Anfang, dass eben die Unterstützung der Unternehmen in eurem Erfahrungsbereich, was CSR betrifft, also nicht sehr ausgeprägt ist. Und der Herr Kürner hat sozusagen das Gegenteil gesagt. Jetzt würde mich interessieren, wie das zustande kommt. Also meine Hypothese wäre, Sie arbeiten, also Sie haben mehr Erfahrung in der Kooperation mit Hotels, ja, und du mehr mit Reiseveranstaltern, Reisebüros. Ich glaube, das war genau die Erklärung. Sie haben schon gesagt, dann in der Kettenhotellerie, in der Großhotellerie ist das ein anderes Thema, aus unterschiedlichsten Gründen, zum Teil aus Wettbewerbsgründen, zum Teil aus globaleren Überlegungen heraus, und das ist sicherlich der Hintergrund. Ja, das ist der unterschiedliche Zugang. Jetzt von meiner Deutung her,
zum Ersten muss ich sagen, das globale Problem der Kinderschutzfragen ist sehr wohl verankert im Lehrplan, also sowohl in Geografie als auch im Marketing. Der sehr viel speziellere Aspekt, den muss ich ganz ehrlich sagen, der war auch mir so nicht bewusst. Ich bin allerdings auch kein Touristiker, kein Gelernter, das muss ich auch dazu sagen, ein gelernter Lehrer, wie es für einen Schuldirektor gehört. Aber umso mehr bin ich jetzt bei Ihrem Statement sensibel geworden und möchte Ihnen anbieten, dass wir über jene Lehrer, die es betrifft, nämlich die der touristischen Gegenstände, die einen eigenen Verein haben, den österreichischen Verein der Tourismuslehrer, das auch weitergeben werden. Wir werden uns vielleicht diesbezüglich auch kurz schließen, dass wir hier die Sensibilisierung in diesem Bereich ganz einfach am direkten Weg über die Lehrer, 28 Schulen sind nicht so viel in Österreich, das ist unser großer Vorteil, diese Strukturiertheit, dass wir das machen können. War mir, ich sage es ganz ehrlich, auch bei der Erstellung des Lehrplans in dieser Form nicht so bewusst, das gebe ich zu, werden wir gern auf diesem sehr direkten Weg machen. Ja, ich wollte nur so, also ich habe selber Reiseveranstalter weltweit wandern und bei der Petra selber ist, glaube ich, die Diskrepanz in ihrer eigenen Aussage so ein bisschen rausgekommen, wegen der Praktika, die wir ja auch haben, oder auch Lehrlings-Azubi-Ausbildung. Auf der einen Seite ist man Ausbildungsbetrieb. Es kommt da sehr auf die Lehrlinge oder Praktikanten. Also manchmal hat man Glück und das ist super. Und manchmal hat man Pech und es ist total unsuper, dass ich ein Lehrling, der in Krankenstand geht, 2-3 Monate irgendwann einmal sollten dann die Sozialversicherung, dann muss man ihn übernehmen, der war nie in der Firma und dann muss ich ihn anstellen, obwohl ich den gar nicht mehr gesehen habe, weil es gibt die Behaltefrist, hat dazu geführt, dass man jetzt keinen Lehrling derzeit machen, weil das war ein Pech sozusagen. Also das ist dann echt blöd, wenn man monatelang jemanden zahlen muss, der nicht da ist. Und die Diskrepanz ist eben so, weil, wie du gesagt hast, es gibt auch Praktikanten, die dann ausgenutzt werden, die als Gratis-Arbeitsplätze. In Österreich haben wir ja im Kollektivvertrag das geregelt, dass die Lehrlingsentschädigung kriegen, quasi Praktikanten. Ja, aber das ist so eine Diskrepanz. Auf der einen Seite kostet Ausbildung was, wir haben das eh auch gestern am Abend geredet, kostet Ausbildung was, also man muss eigentlich oft Studiengebühren oder Ausbildungsgebühren oder Ausbildung kostet. Als Praktiker muss man sozusagen dann was zahlen, dass man auch einen Teil der Ausbildung macht. Also das ist ein geteilter Bereich. Auf der anderen Seite natürlich Arbeitsplätze und das soll niemand ausgenutzt werden. Und in diesem Bereich sind wir auch. Wir haben genauso dieses Spannungsfeld von wunderbaren Praktikanten von der FH Gleichenberg, die super viel beigetragen haben und auch nachher, was sie bei uns angestellt waren. Aber es ist eine volle Diskrepanz. Und dann hat man Pech mit einem Lehrling und dann denkt man sich, puh, die nächsten 2-3 Jahre eigentlich nicht mehr, weil das, also das ist eine große Diskrepanz. Und da leben wir drinnen als Praktiker quasi sozusagen. Ja. Wie geht ihr damit um? Oder sie hat die Erfahrung? 532 Schüler habe ich derzeit. Ja. Also so viel zum Thema, da kann man Pech oder Glück haben. Ja. Es passiert dem Schüler mit dem Betrieb genauso. Ja. Und aus diesem Spannungsfeld werden wir nicht herauskommen. Wenn wir alle Betriebe wie Ausbildungsstätten auch selber nicht nur CSE unterrichten, sondern das auch leben, dann passieren uns die Pechfälle hoffentlich weniger. Wir werden es nie ganz ausschließen. Ja. Das habe ich ja bei Lehrern auch. Ich meine, jetzt freue mich über den Webstream, wenn ich jetzt dann verbreitet werde. Das ist bei allen Mitarbeitern so. Wir sind in der glücklichen Lage, der Erich hat schon gesagt, dass wir denkbar wenige Kolleginnen und Kollegen haben, die nicht unser Ziel mittragen. Aber es natürlicherweise kann man auch doppelt kommen. Wir werden nie aus dieser Schere herauskommen. Wir können uns nur verkleiden. Nur ganz kurz die Frage, hast du die Möglichkeit gehabt, dann so gesehen auch an die Ausbildungsstätte zurückzumelden? Oder hast du dann einen Mechanismus erfahren, so gesehen, wo auch dann der Praktiker sich wieder an die Ausbildungsstätte wenden kann, wenn da was nicht gut gelaufen ist?
Also bei dem Lehrling habe ich es nicht gemacht, weil dann habe ich es nicht als Ausbildungsstättenproblem gesehen, sondern als persönliches Problem von diesen Menschen. Ja, dort war er ja wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt eine Gesellschaft. Nein, wobei der hat dann klar, also wie gesagt, das war eine persönliche Geschichte. Okay. Depression oder irgendwas dahinter, aber er hat seinen Lehrabschluss gemacht und wir sind eigentlich froh, dass der eine Berufsausbildung hat. Das war eh super, denke ich mal. Und hat quasi sozusagen diese diesen Zwischenlevel in seinem Leben erreicht und das ist eh super für die Person. Also so gesehen eh super, aber für uns halt nicht so super gewesen. Nein, aber habe ich nicht so ein Problem der Beruf. Wobei ich denke mal, ich werde es nachher durchaus die Chance nehmen, dass ich ein bisschen Kontakt aufnehme. So. Ist sicherlich der Austausch an Praktika und Ausbildungsstätten. Würde mich freuen. Ja. Nein, haben wir ja schon ein paar. Sie haben ja auch schon sehr, sehr gute Lehrlinge bekommen. Ja, eben, genau. Nein, das aber das stimmt natürlich, man ist nie davor gefeit. So gut kann man jetzt gar nicht rekrutieren oder sich die Mitarbeiterinnen aussuchen. Es kann immer passieren, dass es persönliche Probleme gibt. Ja, ja. Bitte gebt den Lehrling noch eine Chance, Herr Lade. Ja, gut. Ja. Wallergraber Wirtschaftsministerium. Dazu will ich sagen, dass es seit 2 Jahren ja die Möglichkeit gibt, Job-Lernungscoaches anzufordern. Die kann entweder der Betrieb anfordern bei der Wirtschaftskammer oder auch der Lehrling, wenn er ein Problem hat. Okay. Und da geht es über die Probleme des direkten Arbeitens weiter hinaus. Zum Beispiel persönliche Probleme des Lehrlings. Die haben oft, Sozialprobleme mit Gleichaltrigen, Zuhauseprobleme, die sind so vielschichtig. Und da gibt es die Möglichkeit, kostenlos diese Lernungscoaches in Anspruch zu nehmen, entweder für ein paar Wochen oder über einen längeren Zeitraum hinweg. Da gibt es verschiedene Modelle. Wobei wir haben jetzt eh ab Februar wieder einen Lehrling, also ich sage, es ist sehr gut. Ja, danke für den Input. Ja, sehr fein. Also Österreich weiß und das auf alle Sparten, jetzt nicht nur speziell Tourismus, sondern eben. Das eh, hoffentlich nicht, aber. genau. Gibt es hier noch Antworten? Weil wir hätten noch eine zweite Frage gehabt. Antworten, die jetzt noch direkt an den Christian gehen sollen? Nein? Okay, dann würde ich gerne den Herrn, der sich gemeldet hat, und Astrid, ich habe dich gesehen. Mich würde nur interessieren, wie bekannt das ist, diese Coaches. Weil, also ich meine, gut, ich muss das jetzt nicht unbedingt kennen, aber mich würde interessieren, wie bekannt das ist, unter den Lehrlingen, dass es das gibt. Also ich kenne es, aber wie bekannt es unter den Lehrlingen ist, weiß aber ich nicht. Ich nehme an, ihr werdet es den Lehrlingen kommunizieren. Es gibt natürlich auch ähnliche Einrichtungen aus dem Zwischenbereich. Aber das finde ich nämlich wirklich sehr wichtig. Ja. Es könnte sicher bekannter sein, aber es ist ja auch immer wieder ein bisschen eine hohe Schuld. Man findet solche Dinge sicher im Internet. Es gibt sehr viel Beratungsangebot, aber man kann nicht genug informieren. Gut, also ich möchte jetzt dem jungen Mann die Chance geben, dass er seine Frage stellen kann. Wir haben ein bisschen später angefangen, also nehmen wir raus, dass wir 3 Minuten später aufhören. Ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, auch die Nachbarn, wo sie dann sprechen müssen, werden sie mir hoffentlich verzeihen. Aber bitte jetzt. Schönfelder, mein Name, und ich bin da im Zuge meines Matura-Projekts für die Tourismusschule bei Kaidengasse, also 1340 in Wien. Also ich bin im Abschlussjahrgang und ich wollte nur mal einwerfen, dass gerade durch viele Praktika, vor allem bei mir in der Klasse, also wir sind jetzt 16 Schüler und ich weiß, dass 4 davon wahrscheinlich in der Tourismusbranche weiter tätig sein wollen und das vorwiegend aufgrund von schlechten Erfahrungen mit Betrieben oder schlechten, also dass sie, wie sie in die Schule gekommen sind, einfach gedacht haben, dass die Branche ganz anders aufgebaut ist. Und dass wirklich sehr viel die Praktika auch dazu beigetragen haben, dass die Schüler abgeschreckt wurden von der Branche selbst, muss ich sagen. Dann ist es mir wichtig zu zeigen, wie vielfältig die Branche sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine schlechte Erfahrung im Küchenbereich gemacht habe, dann sollte ich vielleicht in den restlich verbleibenden 3 Praktika nicht nur in die Küche gehen. Sondern da gibt es das Service, dann gibt es vielleicht einmal ein Rezeptionspraktikum, da gibt es die Möglichkeit einer Etage, eines Zimmerservice, wie auch immer, wo man dann vielleicht diese negativen Erfahrungen, die es zweifelsohne geben kann, das ist überhaupt keine Frage, kompensieren kann. Ja? Worauf wir als Tourismusschulen nur stolz sind, ist jetzt das Faktum, dass wir
auch wenn die jungen Damen und Herren, das hat jetzt die Branche nicht gern, nicht im Tourismus bleiben oder beginnen, wir noch nie arbeitslose Absolventen gehabt haben. Also das ist, spricht dann für alle die Kompetenzen, die wir vielleicht auch schon mit anderen Lehrplänen vermittelt haben und die unsere Absolventen in vier Praktika mitbekommen. Also ich nehme das schon ganz zusammen. Ja. Natürlich, die negativen Erfahrungen gibt es, da bin ich ganz bei Ihnen. Da muss man allerdings, und das sollte man intensiver tun, sehr genau drauf schauen. Als Schule, als Eltern und als Schüler selber auch. Und sie sagen, okay, nutze das nächste Praktikum, nicht damit die Zeit vergeht, sondern vielleicht mache ich noch eine andere Erfahrung. Ja, das so gesehen dann auch die Schule, diesen Praktikumscoach so gesehen, ja, also ähnlich wie es den Lehrlingscoach gibt, dann einfach diese Rolle auch übernimmt und das natürlich dann auch mit den Schülern auch genau. Ja, oder gibt es zum Beispiel inzwischen einen, ich meine, ich habe selber eine Tourismusschule absolviert, deswegen weiß ich sehr gut, also wovon Sie reden, meine Erfahrungen erspare ich Ihnen jetzt, obwohl Sie ganz lustig werden vielleicht aufgrund der Zeit, aber gibt es inzwischen einen Beschwerdemechanismus? Also der Herr Czerny hat es erwähnt, Sie haben die Betriebe befragt und die waren alle sehr zufrieden, das ist schön, aber gibt es das umgekehrt auch, werden die Schüler auch Schülerinnen auch befragt und beziehungsweise gibt es wirklich ad hoc sozusagen, wenn die im Sommer oder im Winter draußen sind, gibt es eine Ansprechstelle in der Schule? Eine Kummernummer sozusagen. Nacht, ja. Perfekt. Gut, also wie gesagt, leider wir müssen pünktlich aufhören.